Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten, den wir von HK Hosting bekommen haben. So, heute wollen wir ganz kurz uns mit der XXSS Protection beschäftigen. Das ist die eingebaute Protection gegen Cross-Site-Scripting. Diese Schwachstellen, also Cross-Site-Scripting-Schwachstellen, gibt es in sowohl Internet Explorer, wer hätte es gedacht, als auch Chrome und Safari, also im Prinzip in WebKit. Die beiden sind ja auf derselben Basis gebaut. Und die haben alle so eine konkrete Schwachstelle, dass eben Cross-Site-Scripting über eine ganz spezielle Art und Weise ausgeführt werden könnte, eventuell, manchmal unter Umständen, also wirklich sehr, sehr selten. Aber nichtsdestotrotz möchte man natürlich trotzdem verhindern, dass eben XSS überhaupt ausgeführt werden kann. Es heißt übrigens Reflective Cross-Site-Scripting, also Reflective XSS, was da tatsächlich benutzt wird. Und ja, man hat da einfach die Möglichkeit, einen weiteren Header einzubauen. Das ist sozusagen dann einfach die Built-in-Methode, wie man eben XSS blockieren kann oder XXSS blockieren kann. Die liefert Nginx und auch Apache natürlich für euch mit. So, einfach add header x-xss. Achtung, die beiden x sind groß, die beiden s sind klein. Minus protection. Und dann könnt ihr folgende Werte eingeben. Entweder 0, dann ist die XXSS Protection ausgeschalten, oder 1. Und dann ist sie an. So, und danach gebe ich noch weitere oder einen weiteren Befehl ein, nämlich mode ist gleich block. Was das macht, ist folgendes. Wenn ein solches bösartiges Skript gefunden wurde, dann wird einfach komplett das Skript blockiert, was in den meisten Fällen einfach nichts macht, weil eure Webseite natürlich trotzdem noch weiterlaufen kann. Wenn ihr diesen Mode nicht auf Block setzt, dann wird das Skript versucht zu sanitizen. Das bedeutet, man versucht, die Boshaftigkeit auszumerzen. Aber ich weiß nicht genau, wie das intern tatsächlich funktioniert. Aber blockieren ist da einfach auf jeden Fall die sicherere Variante. In den meisten Fällen sollte das auch wirklich funktionieren. Vergesst das Semikolon hinten dran nicht. Weil die Frage aufkam, wie man das Ganze mit Apache machen kann. Diese ganzen Header sind 1:1 fast übernehmbar für Apache. Das heißt, ihr macht hier einfach Header und soweit ich weiß, kommt hier ein Always rein. Und dann Set. Und dann zum Beispiel x-xss und so weiter und so fort. Also der Rest ist absolut gleich. Ihr schreibt einfach statt add header, header always set. Das always hatte man früher auch mal bei Nginx. Aber irgendwie bei meiner aktuellen Version, also theoretisch, müsste man bei Nginx hier auch always hinten dran schreiben, offiziell zumindest. Aber praktisch ist es bei mir tatsächlich so, dass dann die Konfiguration nicht mehr akzeptiert wird. Und bei mir funktioniert das hier wunderbarst. Während das mit dem Always, das scheint mittlerweile einfach Default zu sein. Also man findet da relativ viele veraltete Anleitungen. Selbst die auf der Nginx-Seite, an denen ich mich immer orientiere, haben das Always hinten dran. Deswegen gebt da nicht zu viel drauf. Nehmt einfach diese hier oder wenn ihr Apache habt, dann habe ich gerade gezeigt, wie es funktioniert. So, wunderbar. Und das ist es tatsächlich auch schon. Vergesst nicht hier nach neu zu starten, also eure Nginx-Konfiguration neu zu laden mit sudo service Nginx restart und so weiter. Kennen wir ja. Gut. Das ist alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, sehr, sehr einfache Security-Feature sollte man definitiv haben. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.